Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind immer noch bei der Firma MTM in Wettstetten und ich glaube, wir haben heute eins der krassesten SUVs Deutschlands. Über 1000 PS, 1001 PS um genau zu sein, in einem RS Q8. Ich weiß nicht, wie viele 1000 PS SUVs es in Deutschland gibt, aber so viele wird es nicht geben. Wir haben heute die Ehre, wir stellen euch diesen Kracher jetzt vor. Also kurz zu den Basics. RS Q8, 2,4 Tonnen, 1001 PS, Street Legal, eingetragen. Von MTM mit Gutachten. In diesem Fall, man sieht es an der roten Nummer, das Auto geht in Export. Das heißt, der OPF ist hier raus. Das heißt, er ist sogar noch ein bisschen lauter. Aber wenn die originalen OPFs drin wären, wäre das Ganze sogar mit TÜV eintragbar und so weiter. Das heißt, was wurde an dem Auto gemacht? Größere Turbolader, Downpipes, Auspuffanlage, Ansaugung, Software. Das war's. Serienmotor, V8, 4 Liter Biturbo, wie er auch im R6 etc. ist. Und schon geht die Kuh ab. Was soll ich sagen? Ist das ein Auto, was man braucht oder ist das ein Auto, was man nicht braucht? Das klären wir heute. Ich denke mal, gegenüber den Vorgängermodellen, wo jetzt hier nur noch ein V8 Biturbo drin ist, wird das Ganze spritmäßig, glaube ich, sogar noch im Rahmen sein, was jetzt Verbrauch angeht. Also ich glaube nicht, dass das so eine richtige Spritverbrennungsmaschine ist. Weil ich erinnere mich da an Zeiten, den gab es ja als V12 TDI, also den Q7 davor. Und das ist wirklich so ein Auto, wo man so mit 25, 30 Liter gefahren ist. Ich weiß nicht, wie das bei dem Auto so ist. Riesenräder, 23 Zoll, würde ich mal sagen. Genau, 23er, klar, riesengroße Keramik, ist definitiv Pflicht bei so einem Auto, weil wie gesagt, 2,4 Tonnen, 1000 PS, ich habe keine Ahnung, was so ein Koffer an Zeiten fährt, wir werden es nachher testen, aber eigentlich muss so ein Ding 0-100 unter 4 fahren, irgendwas so im 3-Sekunden-Bereich und 100-200 mit 1000 PS wahrscheinlich auch irgendwo im 5-Sekunden-Bereich und das in so einem SUV, das wird schon saftig. Kann ich euch sagen. Sonst so eigentlich RS Q8. So wie ihr ihn kennt. Was hast du, René? Ich finde das Auto schick. Gefällt mir. Die Farbe ist jetzt nicht so meins. Nee, Farbe ist auch nicht so meins. Aber sonst ist irgendwie, jetzt wenn man so vorsteht, noch wirkt er gar nicht so groß, wie er eigentlich ist. Wirkt noch relativ normal. Ist natürlich Quatsch, was ich gerade erzählt hatte. RS Q8. Ich war gerade beim Q7. RS Q8 gab es gar keinen Vorgänger, sondern den Q7 vorher. Den gab es als V12. So, pass auf. Als allererstes machen wir jetzt nämlich mal Folgendes. Wir haben ein neues Tool. Und René guckt jetzt hier mal, was hier so soundtechnisch hinten rauskommt. Wir machen das jetzt so ganz offiziell, wie das gerne gemacht wird. 2 Meter Abstand, 1 Meter Höhe. So, aus der Hüfte raus hältst du jetzt einfach das Ding da. Der speichert einfach nur den Maximalwert und wir gucken mal, was hier so rauskommt. So, also wir hatten beim Anmachen 93,4 Dezibel. Leerlaufgeräusch. Decibel, entspannt. Also man hört schon das 8-Zylinder-Geräusch raus. Der Kaltstart vorhin war böse. Kaltstart bei den Kisten ist wirklich immer brutal. Aber sonst so, ja. Wobei doch, für einen Q8 blubbert das schon so ganz gut vor sich hin, finde ich. Hört sich mega an. Ja, ja, das definitiv. Aber pass auf, jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir mal Gas geben. Blubbern ist auf jeden Fall wirklich cool. Also er hat leider eine Beschränkung drin, dass du den Leerlauf nicht über 4,5 drehen kannst. Ja, 105 Dezibel. Standgeräusch, also ein bisschen Gas. Schon nicht schlecht. Ich würde sagen, wir fahren mal los. Ja, Interieur, was soll ich sagen? Das ist halt bei den neuen Autos immer geil, ne? So diese Rückfahrkamera-Qualität mittlerweile. Ist schon wirklich... Ist schon HD hier. Ja, ist schon echt Wahnsinn, was mittlerweile so geht, ne? 1000 PS in einem SUV. Der Optik. Das ist, glaube ich, generell mein erstes Mal RS Q8 fahren. Ich bin vorher auch noch nicht gefahren. Die haben bei dem Auto extrem viel gemacht in Sachen Dämpfer und Lenkungsabstimmung. Also das ist alles schon elektronisch. Von da gekommen. Und das soll sich extrem sportlich fahren am Ende. Hier hinten rausblubbert. Ja. Das ist schön. Muss ich dazu sagen, normalerweise, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, bin ich nicht so der Fan von diesem Schublubbern. Bei dem Auto jetzt gerade allerdings ist es vom Innenraumgeräusch her. Tatsächlich sogar noch überschaubar vom Geräusch her, finde ich. Wo
Wobei ich aber auch glaube, dass der im Innenraum sehr gut gedämmt ist. Ich glaube auch. Also ich glaube auch, dass der auf jeden Fall eigentlich deutlich lauter ist. Also fährt sich extrem direkt. Wir drehen mal kurz eine extra Runde im Kreise hier. Merkst du das? Wieder so... Also macht auch so, wie soll ich das erklären, keine Geräusche und nichts. Also, da lang. Jetzt müssen wir als allererstes gucken, ob er das auch macht, wenn man normal in D fährt. Also er macht das nur, wenn man in S ist. Jawohl. Gibt's nochmal eine Tüte Popcorn hier heute. Was ist denn da regelt ab? Bin mal gespannt, ob der das passt zu so einem SUV dann macht, dass der auch so vorne hochgeht beim Gasgeben. Also, dass man gleich denkt, so wie wenn du so ein Pferd in den Arsch trittst, dass das Ding so halb Wheelie hier macht. Was für ein Vergleich mit dem Pferd. Also, man hört auf jeden Fall so ein ganz leichtes Turboladergeräusch von vorne beim Abpfeifen. So. Was ich ein bisschen schade finde ist, also ich persönlich finde, dass das eigentliche V8-Geräusch geht ein bisschen verloren. Finde ich. Weil es sind halt nur 4 Liter und die finde ich, die gehen so ein bisschen so, da fehlt so dieser V8-Geräusch. Aber klar, ist halt auch ein Turbomotor, ne? Der klingt natürlich immer ein bisschen heller. Aber einfach krass, dass ich bin immer noch fassungslos, dass A, die Leistung eingetragen ist und B, ist das Ganze mit Garantie und so weiter gibt. Mhm. Das ist für mich einfach bis heute ein Phänomen. Ah, ihr merkt schon, dir gefällt das Geräusch, ne? Ja. Ja, im Golf muss ich das absolut nicht haben, aber hier drin finde ich es richtig cool. Okay, aber er ist schon... Also, oben das raus. Ist schon fast zu übertrieben. Ja, gut. Jetzt muss man halt auch immer dazu sagen, man kann es aber natürlich halt auch genauso wegmachen. Ne? Ist ja keine Pflicht für die Leute, die halt keinen Bock drauf haben. Die fahren einfach auf D und es ist weg. Ne? Mhm. Also ich muss auf jeden Fall sagen, ich merke 0,0. Habe jetzt auch keine Relevanz, weil ich natürlich jetzt kein RSQ8-Profi bin. Aber ich merke nicht, dass die Turbolader irgendwie zu groß sind und man irgendwie eine Art Turboloch spürt. Das finde ich, ist definitiv nicht der Fall. So, bist du bereit? Ja. Ja, das waren schon 200. Für so ein Schiff? Gut, ne? Witzig ist auf jeden Fall so, man rechnet 0,0 damit. Es passt irgendwie nicht zu so einem Schiff, dass der, also die Akustik in kombiniert mit, wie der so die Gänge durchschaltet. Das ist schon irgendwie übelst witzig. Das Display ist eine 1 auf jeden Fall. Das Display ist auf jeden Fall richtig geil. Da kann man richtig mit arbeiten. Also was auf jeden Fall richtig gut ist, wie das Ding generell fährt. Also, guck mal, merkst du das wie... Also man muss wirklich hier in diesem Sportmodus, muss man wirklich auch das Lenkrad gefühlt schon festhalten. Nicht, weil man es festhalten muss, sondern weil das Auto so... Krass, oder? Stellt sich wie so Go-Kart. Also das haben die Jungs schon gemacht für 23 Zoll, für so einen fetten Reifen und so. Chapeau.
Also das ist schon, ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Koffer gut fährt. Also ich kann es mir nicht vorstellen, ich merke es, dass so ein Koffer gut fährt. Also ich glaube, eine 5er Zeit schaffen wir nicht. Ich habe gar kein Gefühl. Doch, doch. Also es ist schon der Wahnsinn, wie so ein großes Auto beschleunigt. Aber 5er Zeit, ich würde tippen, eine hohe 6 wäre schon gut. Ah, und was halt immer wieder ist, Alcantara-Lenkrad. Ne? Wenn es nicht so stark verschleißen würde, ist Alcantara-Lenkrad einfach für jedes Auto genau richtig. Das finde ich so geil an Automatik plus mit lauten Auspuff. Dass man schon so während der Fahrt einfach so ein bisschen so sein eigenes Orchester spielen kann. Ne? Ja. Das geht natürlich mit einem Handschalter, geht das auch, aber das macht ja keiner. Weißt du, wenn Handschalter hast, schaltest du ja nicht wie blöd rum. Mein Popometer war wieder gar nicht so schlecht, oder? Obwohl ich so lange so ein Auto schon nicht mehr gefahren bin. Ja. Schon stark. Jetzt sind wir natürlich auch verwöhnt. Jetzt muss man natürlich auch überlegen, was sind 6,7 Sekunden jetzt gerade hier zu zweit in dem Auto und so weiter, weißt du? Ja. Das ist ja, es ist halt auch schon richtig schnell. Was wiegt der? 2400. Das sind mal so eine Tonne mehr als ein Golf ungefähr. So, ne? Also ich sag mal, um so ein paar Vergleiche zu sagen, mit 6,7 Sekunden, wenn jetzt Porsche Turbo kommt zu zweit, muss er sich auch schon lang machen, um so eine Zeit zu fahren. Ist jetzt nicht so, dass so ein Porsche Turbo so eine 6,7 auf jeden Fall aus dem Ärmel schüttelt. Ja, das stimmt. Also ich bin gerade noch mal kurz in mich gegangen, musste das gerade erstmal realisieren. Ein 991 Turbo S, weiß ich, fährt serienmäßig 100, 200, eine 6,6. Krass. Das heißt, wir sind hier in dem Koffer auf 991 Turbo S Niveau. 992 wird ein bisschen schneller sein, aber nicht viel. Mal gucken, wir fahren gleich nochmal eine Zeit, was da so kommt. Ne? Jetzt sieht man aber auch mal, wie viel Leistung man dem Ding hier braucht, um eine ähnliche Zeit zu fahren. Das heißt, wir reden hier mal von locker von fast 400 PS mehr als der Porsche hat. Eigentlich sind es sogar 400 PS mehr. Damit man dann wieder eine ähnliche Zeit fährt. Und was halt auch krass ist in dem Ding, man merkt halt so Geschwindigkeit so gar nicht, ne? Weißt du? Ja, das stimmt, weil du auch gar keine Geräusche so wahrnimmst. Genau. Also das Ding ist so krass, dass wir hören eigentlich nur das Auspuffgeräusch von hinten, so ein bisschen turbular nach vorne. Das heißt, du fährst 200, du merkst eigentlich gar nicht, dass du 200 fährst. Hier so mit 200 durchfliegt. Er macht nicht eine Wankbewegung, das ganze Auto, ne? Ja. Da muss schon wirklich richtig ein Schlagloch kommen, dass man hier eine Bodenwelle spürt. Das, obwohl wir einfach nur 250 Reisegeschwindigkeit. Ja, Leute, ich würde euch lieb gerne zeigen oder sagen, was das Ding verbraucht, aber ich bin doch zu blöd, diese Einstellungsebene zu finden. Diese neuen modernen Autos sind einfach nichts für mich. Ah, schon einmal 250 hier. 60. 70. So, da ging es jetzt leicht bergab. Und wir haben das Auto natürlich total kalt gefahren, war jetzt eine 6,2. So, gucken wir mal, was so unten rausgeht. Ne? Ich glaube, der Schlag ist noch viel krasser. Mhm. Wir machen mal einfach nur Fuß von der Bremse runter und Vollgas. Jetzt brauchen wir ein bisschen. Jetzt. 5,1. Fängt sogar an, gefühlt ein bisschen durchzudrehen. Ne? Ja.
Da ist der Punch irgendwie noch so ein bisschen härter, ne? Ja, ja, also je tiefer der Gang ist, je höher ist natürlich einfach die Kraft, ne? Ja, das war jetzt ohne Launch Control. Ich weiß gar nicht, ob das Ding eine Launch Control hat. War das schon eine 4,2. Eigentlich müssen wir das mal von außen filmen, ne? Ah, das ist einfach geil. Ich glaube, wenn ich so ein Auto jeden Tag fahren würde, wäre definitiv meine Kreditkarte extrem hoch belastet mit Spritkosten. Und ich glaube, ich würde jeden Tag so losfahren. Und wie sieht das Ganze aus von hinten? Mega. War auch eine 3,5. 3,5? Ja. Krass. Drei 7 zu zweit. Okay, somit können wir auf jeden Fall schon mal sagen, das Auto fährt unter 4 Sekunden auf 100. Das ist für 2,4 Tonnen wirklich abartig. Ja. Ich weiß noch mit meiner Limo damals, wie lange ich gebraucht habe, unter 4 Sekunden zu kommen. Es war wirklich, ja, also ewig. Wie viele Starts ich gemacht habe, dass der Start passt und alles. Und hier, ohne Launch Control, nur ein bisschen Fuß auf die Bremse, ein bisschen anpumpen und los geht's. 3,7 zu zweit, 3,5 alleine. Krass. Also Traktion und wie das Ding nach vorne geht, ist wirklich, also, ja. Stell dir mal vor, hast du noch Anhänger hinten dran, ne? Ja. Geil. Nee, schon irgendwie mega cooles Auto. Es ist ein bisschen schade, dass natürlich diese Zahl 1000 PS bei diesem Auto ein bisschen verloren geht. Weil es ist halt einfach kein... Also wenn wir diese Leistung jetzt als Beispiel in einem RS5 oder einem RS4 hätten, würde sie hier drin sitzen und würde denken, Alter, dann würde so wie hier erste, zweite Gang, würde dann eher zweite, dritte, vierte gehen. Mhm. Aber man darf halt einfach nicht vergessen, es ist ein SUV, es sind 2,4 Tonnen. Und dafür würde ich sagen, ist das wirklich schon großes Kino. Dafür, dass wir haben das jetzt ein paar Mal hintereinander gemacht, es geht keine Lampe an, der wird nicht so heiß, gibt Garantie drauf. Also wir könnten das Ganze jetzt noch ein paar Mal machen. Dieser Ausflug nach Wettstetten zu der Firma MTM hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber ich will trotzdem noch eine Runde Pilzer Berg fahren, aber das werden wir heute auf jeden Fall leider nicht mehr hinkriegen. Ich würde sagen, so viel zum Thema RSQ8. Geiles Ding. Ich denke mal, da wird auch noch ein bisschen Content und Internet zu kommen. Ich werde nie vergessen, wie dieser rote RS6 von MTM mit dem 1000 PS, was übrigens der gleiche Step ist, nur in einem RS6, durchs Internet gegangen ist. Jetzt bin ich mal gespannt, wer noch alles RSQ8 fahren darf. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ich dieses Fahrzeug für euch testen durfte. 3,5 auf 100, 6,2 Sekunden 100, 200, leicht bergab, aber reproduzierbare 6 Sekunden mit diesen Angaben. Warte mal, wenn ich jetzt hochrechne, heißt das, wir sind unter 10 Sekunden auf 200. Mit diesen Zahlen würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ihr kriegt noch einen kleinen Porn, dass ihr nochmal die ganzen Details seht. Und wir sehen uns zum nächsten Mal.